Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory. Und vorab möchte ich nochmal sagen, ich hatte erst vorgehabt, Stationeers wieder zu spielen und euch das nochmal ein bisschen zu zeigen und zu zeigen, wie ich das, wie schnell man das auch verlernen kann und wie schnell man auch sterben kann als Newbie wie mich, der über 1000 Stunden da drin hat und es immer noch nicht oder schon wieder nicht mehr kann, weil so viel geändert worden ist da drin. Aber ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr lieber das hier sehen wollt. Oder ob ihr doch lieber sehen wollt, wie ich bei Stationeers komplett versage. Also, ich mache jetzt nicht mehr weiter. Wir können erstmal hier eine neue hier Miner aufstellen. Dann noch zwei hiervon. Und zwei hiervon. Die ich hier brauchen kann, weil ich keine Kabel mehr habe. Sehr schön. Da machen wir dann noch mal ein paar. Also wie gesagt, könnt ihr euch überlegen, Stationeers eventuell wollt, ob ihr wollt, dass ich Stationeers mache. Dann wechsle ich zu Stationeers. Denn der ist auch nämlich sehr viel Neues. Dann könnt ihr euch direkt auch aussuchen, welchen Planeten, also außer natürlich Vulkan, Mimik oder wie das Ding da heißt, sondern nur Mond, Mars oder Europa. So, und hier will ich dann einen Platten. So, und hier nochmal Eisenbarren. Dann habe ich die zu nah aneinander gebohrt wahrscheinlich. Oh. Das war ja 30 raus und hier kam glaube ich 20, ne? Ja. Kann ich eigentlich doch mal teilen, ne? Könnte man ein drittes machen. Ne, die haben auch 30 rein. Ne, alles klar. Dann brauche ich hier eigentlich nur so zu gehen. Und dann machen wir Lagercontainer. Ne, ist ja falsch. Dann machen wir für den hier dann ein extra Strom. Und dann haben wir den ersten Schritt nämlich schon mal gemacht. Dann heißt es eigentlich nur noch gucken, dass das alles läuft. Wie viel habe ich da an Platten? 55? Reicht das noch, um da oben einmal Beton zu machen? Weil Beton geht nur einmal. Und so. Dann würde ich hier nämlich auch direkt einen hinstellen, wenn ich natürlich auch hoffentlich nicht vergessen habe. Ja, habe ich doch. Okay. Aber den ist das wurscht, wo ich das hinstelle, denn da brauche ich nur einen hiervon.
Kann nämlich nur 45, genau, 45 und der hat ja 60, also kann ich keine 2 machen. Wenn es 90 sind, dann kann ich 2 dran machen, aber so kann ich leider nur einen dran machen. Nee. So. Und dann mache ich hier ein Input. Werde hier noch Platz. Nee, warte mal, tue ich denn hier hin? So. Das hätten wir, das habe ich auch gemacht hier. Dann müssen wir mal auf Schneckensuche gehen, ein bisschen. Dass wir das dann hier laufen lassen können. Was ist denn hier los? Der Strom schon alle? Jo. So, dann will ich doch mal was gucken eben. Und euch doch mal was zeigen. Denn hier seht ihr nämlich jetzt die Anzeigetafel, wie viel hier schon drin ist. 71 von 4800 Platz ist da drin. Ich will noch mal. Was wollte ich? Logistik. Das hier würde ich machen, sonst. Aber dafür müssen wir noch ein bisschen sparen, bis die. Ach, warte mal, genau. Hallo? Hallo, Spiel? Wie kann ich die mehr bewegen? Hallo? Kann. Jetzt ist. Was war denn das? Ich habe keine Platten mehr, deswegen. Nee, den hier. So, dann können wir mal eben ein wenig Schnecke holen. Also da oben ist ja irgendwo eine noch. Und dann weiß ich aber noch, wo noch ein paar andere sind. Die können wir direkt auch mal holen. Dann seht ihr auch mal ein bisschen was von der schönen Ecke hier. Warte mal, was war denn hier eigentlich nochmal, wo ich die Festplatte mitkriege? Okay, Rahmen. Können wir noch nicht bauen. Und zwar müssten wir. Warte mal, andersrum ging es, glaube ich, leichter. Wie war das hier drauf? Nee, ne? Hier drauf. Ach, guck mal hier, da ist ja der hübsche. Hübsche Wauwau. Da hier irgendwo war die Schnecke. Nicht herunterfallen? Nicht herunterfallen, habe ich gesagt. Wo ist sie denn jetzt? Da. Bing, da haben wir This sie. semi-slugs. Ja, genau. Genau. Ich glaube, da oben war auch noch einer, aber ich bin mir nicht sicher. Glaube doch nicht. Aber dann hat man hier unten noch eine und da noch eine und irgendwo hier noch irgendwo. Das können wir jetzt aber mal schauen. Die da drunter? Nee, ne? Da ist noch eine, genau. Gucken, ob ich da hochkomme.
Hui. Oh, da hat man doch irgendwo. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt, aber wir müssen dann das MAM noch anschauen. Hier oben ist Katermium und da unten ist Schwefel. Ich weiß nicht, ob ich das von hier aus sogar sehen kann. Da ist es, genau. Da unten ist Schwefel. Also hier hat man alles drumherum. Also es ist wirklich wunderbar hier. Und wenn er da unten die Strecke weitergeht, da ist noch mehr Kohle und noch mehr Beton. Hier oben ist die andere Schnecke. Dann kommt ihr hier so drauf, wenn ihr von hier aus hier einmal drauf und dann hier drauf. Ansonsten kommt er nicht da dran. So, dann war hier irgendwo noch eine gelbe. War die hier unten? So, hier war eine drin. Was trifft mich denn da hier die ganze Zeit? So, da kannst du noch ein bisschen. Hier ist Strahlung irgendwo. Komm nicht mehr hier raus. Da ist Uran. Geht aber ganz schön weit, wa? So, mehr war hier nicht, aber ich guck mal eben kurz was. Das ist nämlich Quarz, genau. Das ist jedes Mal. Das haben wir nämlich hier zweimal. Und das ist auch zweimal reines Quarz. Einmal hier. Ne, das ist irgendwas anderes. Bauxit, aber das können wir auch schon mal einnehmen für die, damit die mal ein bisschen labert wieder. Oder die labert, ich war nicht dabei, das ist auch in Ordnung. Bauxit. Das haben wir nicht hier in der Nähe, das leider nicht. Aber das kommt ja erst zum späteren Zeitpunkt. Aber hier habt ihr noch zwei komplett Quarz. Katerium ist da hinten, also da an der Seite, wie ich schon mal gesagt habe. Einmal hier und dann müsste noch irgendwo eins hier sein. Okay. Haben die andere jetzt weggemacht oder was? Ach nee, hier. Dir und dir. Also zwei Rotquarzstellen. Mach die nochmal weg, weil wir brauchen eh noch zum Ding. Auch ein anderer diesmal. Normalerweise einen Sprit hier. Fällt jetzt runter? Nee, ne? Wir nicht zu sehr hinten im Hintern drin, das ist ja eklig. Warum ist der Biggs dann auch tot? Ach, hier ist noch eine gelbe drin, aber da komme ich nicht dran, glaube ich, ne? Doch. Ah, die braucht also nicht mal nicht nochmal wegmachen. Das labert er wieder, oder? Nee. Oh, dann gehe ich mal wieder zurück. Oh, voll gegen den Baum. Den hatten wir ja schon, ne? Genau, da war es mit dem Uran. Muss gucken, es war noch irgendwo eine gelbe. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ich meine, die war auch hier irgendwo.
Mit so einem Bogen. Hier ist unsere Base. Haben die das weggemacht? Einfach so. Achso, das ist ja hier das Katerium, genau. Katerium, nicht Katerium. Da ist noch eine blaue. Warum wir zwar am Anfang jetzt doch nicht so sehr, aber damit wir ein bisschen Zeit überspringen, habe ich das mal gemacht. Ach, guck mal, hier ist hier auch noch. Das kenne ich ja gar nicht. Da könnte ich da eigentlich, aber da brauche ich dann Strom, ne? Obwohl das ja eigentlich wurscht ist. Habe ich doch so ein Ding? Kann ich doch einmal setzen? Ja. Gut. Bei ihm kurz hier hin. Mal so ein. Gut. Beton. Und noch ein Biomasse-Generator. Ach so, ja, das ist auch ein Mod hier mit den Lichtern da dran. Das zeigt jetzt, weiß ist in Ordnung. Dann gibt es noch Orange, glaube ich. Das heißt, dann da ist irgendwas nicht ganz koscher, da läuft irgendwas nicht rund. Und dann gibt es Rot noch, denn wenn es rot leuchtet, ist kein Strom mehr da. Dann sind wir schon dort am... Ja, ist jetzt nicht die Welt, aber... Wir können schon mal gucken, ob wir schon mal was machen können damit. Hindernisbeseitigung. Achso, ja, stimmt. 500 und wir brauchen noch Kupfer. Wir brauchen noch Drähte. Da müsste ich bei ihm kurz was schauen. Stück. Das wäre doch schon mal machbar, oder? Warte mal, dafür brauchen wir aber noch so ein Ding. Einen kleinen Bohrer.
Ne, warte mal, dafür müssen wir hier die bauen. Ein Mobil Miner. Na, lass mich durch. Dann darf ich das nämlich auch direkt herstellen. Einen Schmelzofen brauchen wir da eigentlich nur. Dann machen wir direkt zwei. Und vier Stück hiervon eigentlich. Ich habe mir das jetzt kopieren und einfügen auf die Schultertasten der Maus gelegt. Ich habe zwei Stück, von daher geht das jetzt viel besser. Gut, das heißt, wir brauchen noch und Input. Die falsch gebaut, ne? Ja. Daisies wollte ich haben. Das heißt, wir könnten dann aus zwei von denen könnten wir dann eigentlich direkt auch Kabel machen. Das heißt, hier machen wir wieder. Nee, Quatsch. Zwei Output. Überhaupt richtig? Ja. Und da so und da so. Stelle ich noch einen hin. Der braucht nämlich 60, genau. Die machen ja 30 zusammen, ne? Ja, genau. Sehr schön. Das heißt, Inputs. Nee, warte mal.
Hier noch nicht. So. Dann brauchen wir noch zwei. Wieso ist das jetzt zu viel oder was? Ich komme kein Kabel mehr. Toll. Das ist blöd, blöd, blöd. Oh, wir sind schon wieder bei 26 Minuten. Ich überziehe wieder. Aber das würde ich gerne noch zu Ende machen und dann warte ich nochmal den Rest der Zeit ab und gehe dann Hater in die Nicht-Folge. Das dürfte eigentlich nicht. Ah, warte, macht ja nichts. Mach ich halt noch einer dran. Haben's ja. Dann hätte ich nämlich noch gerne zwei weitere hiervon. Stell ich die hin? Stell ich daneben. Wir müssen eh bald umbauen, dann wird das alles hier gepflastert sozusagen. Input und ei. Irgendwas fehlt immer, ne? Irgendwas fehlt immer. Also, wo habe ich jetzt die Stäbe hier? Wieder Strom ausgefallen, ey. Alter, ein einziges. Nee. Kommt Kabelgedöns, wir haben Drähte, wir haben Platten und wir haben Stäbchen und Beton. Sehr gut. Dann könnten wir eigentlich mal schauen. Dann schaue ich später mal, da ich da ein bisschen Schrauben mache. Dann können wir nämlich die Hindernisbeseitigung machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen und denkt dran, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr lieber Stationeers sehen wollt oder ob ich hierbei bleiben soll. Also, ja, bis dann.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.